Herzlich willkommen auf dem Fischkutter Ellen, der in Lübeck zum Verkauf steht. Der Gaffelkutter wurde 1938 in Ostpreußen gebaut. Der Rumpf ist Eiche auf Eiche. Bis 1973 war die Ellen als Fischkutter registriert, wobei sie in den Nachkriegsjahren zwischenzeitlich auch als Minenräumer eingesetzt wurde. Der Voreigner restaurierte den Kutter ab 1979 ausgiebig. Der jetzige Eigner übernahm das Schiff 1993 und baute es auf den derzeitigen Stand um. Immer mit dem Grundsatz, altes Material durch gleichwertiges Neues, aber Traditionelles zu ersetzen. Ellen hat bei einer Rumpflänge von 14 Metern und einer Breite von 5 Metern eine Segelfläche von 130 Quadratmetern. Die Segel bestehen aus Vorsegeln, Großsegel und Breitfock an einer Raa. Alle traditionell aus braunem Tuch. Die Wanten werden nach traditioneller Art mit Jungfang gespannt. Dem Gaffelkutter wurden jedes Jahr Werftaufenthalte spendiert, um den Zustand stets zu erhalten. Unter Deck befinden sich gesamthaft 7 Schlafplätze. Gehen wir zuerst ins Vorschiff. Hier befindet sich die Doppelkoje für den Eigner und außerdem ein Waschbecken und der WC-Raum mit E-Toilette. Über den mittleren Niedergang erreicht man den Salon. Liebevolle Details sind überall zu finden. Die Kombüse ist geräumig mit vierflammigem Herd, mit Backofen und Doppelspüle. Muss sie auch sein, denn der jetzige Eigner unternimmt oft Tagesfahrten mit bis zu 25 Gästen an Bord. Ein schöner Reflexofen beheizt das Schiff. Hier im Salon befinden sich 2 weitere Kojen. Hier sehen Sie eine der beiden. Gehen wir nun wieder an Deck und zum dritten Niedergang. Hier in der Achterkajüte befinden sich die übrigen Kojen. Außerdem eine weitere Nasszelle mit Pissoir. Nun zeigen wir Ihnen noch den Kaltstart des Motors. Der 6-Zylinder Ford wurde 1994 eingebaut, hat zwar 8200 Stunden auf der Uhr, doch läuft wie eine 1. Das Getriebe wurde dieses Jahr erneuert.
Haben Sie Interesse an diesem schönen Traditionssegler? Dann sehen Sie sich das ganze Exposé an unter www.bootsmaklerei.de.